schöner Tag heute. Maria. Ja? Du sollst doch nicht pfeifen. Oh ja, dankeschön. Mein geistliches Lied sollte man eigentlich schon pfeifen dürfen, nicht? Wie kannst du so etwas sagen? Ja? Mädchen dürfen überhaupt nicht pfeifen. Jetzt mal rein, Josef, ich muss ja in die Schule. Schön. Liesel? Daifi. Ja. Maria. Maria, Sie möchten gleich zur ehrwürdigen Mutter Äbtissin kommen. Ja, ich... Gehen Sie nur. Ich bleibe so lange hier. Bitte. So, was habt ihr denn bis jetzt gelernt? Lieber Gott, was habe ich denn heute alles angestellt? Ich habe gepfiffen. Ja, und dann habe ich mich ein bisschen verspätet. Ja, und dann bin ich das Treppengeländer runtergerutscht. Oh Gott, lieber Gott, verzeih mir das. Oh. Mein Kind, komm. Da hinten im Dunkeln kann ich dich ja gar nicht sehen. Setz dich. Nein. Hier zu mir. Sag mir, Maria, was ist das Wichtigste, was du hier bei uns in Nonnenberg gelernt hast? Das Wichtigste? Das Wichtigste ist, Gottes Willen zu erkennen und ihn zu erfüllen. Auch wenn es uns schwer fällt, nicht wahr? Auch dann. Gut, mein Kind. Und nun höre. Es scheint Gottes Wille zu sein, dass du uns verlässt. Ich soll fort? Aus dem Kloster? Nein. Ich meine... Aber doch nicht für immer, Maria. In ein paar Monaten bist du wieder bei uns. Und dann brauchst du nie mehr fort. Ja, und jetzt? Wo soll ich jetzt hin? Ein gewisser Herr Trapp hat sich an uns gewandt. Ein Schiffskapitän aus dem vorigen Krieg. Seine Frau ist vor ein paar Jahren gestorben und hat ihn allein gelassen. Mit 7 Kindern. Er scheint eine sehr unglückliche Hand mit dem Personal zu haben. Sie laufen ihm alle fort. Nun bittet er uns, ob wir ihm nicht jemanden schicken können für die Kinder. Jemand, der zuverlässig ist und ihm nicht gleich wieder wegläuft. Vielleicht ist er sehr böse. Ich meine, sehr streng. Du kommst ja nicht auf sein Kriegsschiff, Maria.
Und ein bisschen Disziplin würde dir gar nicht schaden. Also, wirst du es tun? Wenn es Gottes Wille ist. Deine Kleider hat man leider schon den Armen gegeben. Aber sicher wird das passen. Was ist denn das für ein Kapitän? Vielleicht flucht er und kaut Tabak. Ja, bestimmt. Kein Mensch hält's bei dem euch. Jetzt hört doch auf mit dem Unsinn. Er ist ein armer Witwer. Mit 7 Kindern. Ui. Ich finde es sehr hübsch. Elegant, nicht wahr? Hoffentlich ist es nicht zu weltlich. Wir müssen zum Segen. Sei nicht traurig, Kind. Denke immer daran, wenn Gott uns eine Tür zuschlägt, dann öffnet er uns ein Fenster. Gott segne dich, Maria. Dankeschön. Da. Wiedersehen, Maria. Grüß Gott. Besuch uns bald einmal. Ja, ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Kapitän Trapp? Was wünschen Sie vom Herrn Kapitän? Ich komme vom Kloster. Ich wollte... Sie werden erwartet. Grüß Gott. Bitte. Bitte nehmen Sie Platz. Ich werde den Herrn Kapitän sofort verständigen. Thank you.
Sie bewundern meine Flagge? Ich sehe. Sie hat einmal auf dem letzten Flaggschiff der österreichischen Kriegsmarine geweht. Vor langer Zeit. Ich heiße Trapp. Ich freue mich sehr, Fräulein. Maria. Ja. Ja, die Sachen gehören mir nicht, wissen Sie. Und, Entschuldigung, meine hatte man nämlich schon weggegeben und in der Eile. Aber ich habe noch ein Arbeitskleid bei mir. Tja. No, wir werden Ihnen etwas machen lassen. Dankeschön. Und jetzt, Fräulein Maria, denke ich, ich werde am besten gleich die Kinder rufen. Ja, bitte. Das sind meine Kinder. Und das ist Fräulein Maria, die von jetzt an das Kommando über euch hat.